Ich spare mir einfach die langen Worte. Gerade eben hat Apple das neue iPhone 6s vorgestellt. Alle Neuerungen, alle neuen Features, jetzt hier zusammengefasst. Für alle die, die noch ihr altes iPhone verkaufen wollen, dieses Video wird unterstützt von clappyfeeds.de. Für euch auf jeden Fall sehr spannend, mehr dazu am Ende. Jetzt aber viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video hier auf Apfellecken. Heute geht es um das iPhone 6s, gerade noch der Keynote raus. Vielen Dank an all die, die unseren Apfellike-Livestream diese 2 Stunden verfolgt hatten. Hat uns unglaublich viel Spaß gemacht. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Jetzt geht es aber aufs iPhone 6s. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin überrascht. Viele spannende neue Features. Welches nun das Killer-Feature ist, muss man selbst entscheiden. Wir legen am besten jetzt gleich los. Zuallererst mal kurz zum Design. Da hat sich nicht viel geändert. Grundlegend ist alles gleich geblieben. Was aber äußerlich erkennbar ist, ist eine neue Farbe, nämlich Rose Gold, die wir bereits von der Apple Watch kennen. Außerdem hat Apple gezeigt 3D Touch, vielleicht dieses große Killer-Feature. Damit ist versteckt zum einen dieser Force Touch, wenn man fest drückt, bekommt man mehr Optionen. Ich kann zum Beispiel vom Homescreen aus einige Befehle für verschiedene Apps direkt ausführen, wie zum Beispiel direkt in die App irgendwo reinzuspringen oder welche Posts oder Selfies zu machen, alles das vom Homescreen aus. Allerdings kann man mit der Peak View auch in verschiedene Dinge reinschauen, zum Beispiel eine URL kann ich mir direkt die Seite in so einem kleinen Pop-Up laden lassen und kann sogar noch mit der interagieren. Sehr spannend wahrscheinlich, um noch den Betrieb und die Bedienung vom iPhone noch zu verschnellern, noch zu vereinfachen. Weiter ging es mit der Kamera. Apple hat nämlich eine neue Kamera hinten eingebaut, eine 12-Megapixel-Kamera, die auch 4K-Videoaufnahmen machen kann. Und auf der Vorderseite nun eine 5-Megapixel-Kamera und auch einen Blitz quasi eingebaut. Nämlich haben sie ein bisschen rumgetweakt, haben es geschafft, den Front-Retina-Display 3-mal so hell aufscheinen zu lassen. Das heißt, man hat nun über das Display auch einen Blitz auf der Vorderseite. Weiter ging es dann mit der Software. Apple hat nämlich Live-Fotos vorgestellt. Dabei nimmt das iPhone vor und nach einem gemachten Bild noch etwas Video auf, welches dann im Endeffekt recht cool aussieht. Wenn man zum Beispiel ein Bild anschaut, kann man länger drücken und plötzlich wird dieses Video abgespielt in diesem Moment, wo man das Foto gemacht hat. Allerdings auch, wenn man durch die Bilder durchscrollt, bekommt man auch immer wieder diese kurzen Videosequenzen angezeigt, was im Endeffekt anscheinend recht cool wirken muss und sicherlich ein cooles Feature ist. Wer meint, dass es das schon war, hat sich hart geschnitten. Apple hat nämlich noch einige Sachen rausgehauen, wie zum Beispiel, dass der M9-Chip nun durchgehend läuft. Das bedeutet, ihr könnt zum Beispiel nun einfach sagen, hey Siri, egal ob das iPhone angeschlossen ist oder nicht, und das iPhone reagiert und ihr könnt Fragen stellen. Sehr nice. Außerdem neue Touch-ID sehen sie noch besser und schneller Reaktion, alles auch nice. Außerdem soll LTE 2-mal so schnell werden, also noch schnelleres Surfen. Und es gibt neue Docks, die Apple nun anbietet, auch in den verschiedenen Farben kann man zukaufen. Leider nicht günstig, aber sie existieren. Und beim Preis hat sich grundlegend fast nichts geändert, also genau die gleichen Preise wie schon beim alten iPhone. Auch das iPhone 6 wird nun weiter angeboten, das iPhone 5S wird im Vertrag kostenlos und die iPhone 6 werden weiter angeboten für 100 Euro günstiger. Und dann hat Apple noch das iPhone Upgrade Programm vorgestellt, in dem ihr einfach $32 im Monat zahlen müsst und jedes Jahr ein neues iPhone bekommt. Und sie haben gesagt, dass das neue iPhone am 25. September released wird. Alle die, die nun doch ihr altes iPhone verkaufen möchten, sollten am besten jetzt aufpassen. Auf clappyfeeds.de könnt ihr kostenlos und in eurer Umgebung Apple-Geräte kaufen und verkaufen. Keine versteckten Gebühren oder Transaktionskosten wie auf vielen anderen bekannten Auktionsplattformen und ausschließlich nur Apple-Produkte. Wenn ihr noch schneller verkaufen wollt, könnt ihr Premium-Anzeigen erstellen und aktuell könnt ihr mit dem Code Apfellike kostenlose Premium-Anzeigen erstellen. Link dazu unten in der Beschreibung. Auf jeden Fall mal vorbeischauen. Das war's von diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir in die Kommentare, wie euch das neue iPhone 6s gefallen hat und ob ihr euch eins kauft. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.